Wir sind hier bei Coiffeurhausi. Was ist denn die Geschichte von diesem Geschäft? Jawohl, Coiffeurhausi. Coiffeurhausi ist ein Name in unserem ganzen Land. Gibt es seit 1970. Und ich selber habe 1996 gelehrt, beim Coiffeurhausi angefangen. Habe zuerst Damenfach abgeschlossen, nachher habe ich Herrenfach. Nach dieser Zeit habe ich dann nachher mit der Meisterprüfe angefangen, im Damen- und in den Herrenfach. Und dann zusätzlich habe ich eine Expertenausbildung gemacht. Bei uns ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich Coiffeurhausi wirklich immer den Namen auch gut verkaufen können, dass wir eigentlich top ausgebildet sind und dass wir eigentlich sehr gute Leute hier haben. Jetzt bist du als Weile da, du hast dann nachher den Coiffeursalon übernommen. Wie hast du die Zeit erlebt? Jawohl, also 2009 habe ich das Salon übernommen, wo ich dann als Chef dann durfte auftreten. Es ist natürlich dann eine sehr schöne Zeit. Ist eigentlich auch eine Zeit, die dann natürlich mit neuen Aufgaben versehen ist. Es ist eine strenge Zeit. Vor allem der Anfang war natürlich dann sehr impulsiv gewesen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man tut sich immer wieder sich den neuen Sachen anpassen. Man tut sich immer den neuen Sachen strukturieren. Und was es ändern tut, ist natürlich die Zeitspannung. Die Zeitspannung ist sehr wichtig für die Leute. Die Leute wollen immer schneller vorankommen, die Leute wollen immer schneller dran sein. Und wir müssen uns eigentlich wirklich. Wir können nicht mehr langfristig planen, sondern wir müssen immer kurzfristiger planen. Das Berufsbild des Coiffeurs oder der Coiffeuse, hat sich das auch geändert? Hat sich das entwickelt? Natürlich. Berufsspannung ist natürlich immer, wie in allen Branchen, wir müssen mit der Zeit laufen. Das heisst, wir müssen immer wieder Anpassungen vornehmen, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind. Und da gibt es natürlich wie in allen Branchen, auch bei uns in der Coiffeurbranche, ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann die Strukturen verändern tut, nicht mehr stativ sind, sondern wir müssen dann wirklich mitlaufen. Das heisst, wir müssen den Angestellten viel, viel mehr bieten, wir müssen den Lernenden viel, viel mehr bieten, damit wir eigentlich die guten Leute für uns behalten können. Jetzt den Preis kommt ihr über für die Ausbildung, die ihr da macht. Was ist denn das Konzept bei euch im Ausbildungsbereich? Jawohl, das Konzept ist, von der Ausbildung ist sehr, sehr wichtig, dass wir dann wirklich jedem Jugendlichen eine Chance geben können und die Chance können eigentlich so strukturieren und aufbauen, damit sie dann wirklich nach den 3 Jahren, dass sie wirklich für die Zukunft vorbereitet sind. Das heisst, wir haben einen gezielten Plan für die jetzigen Anforderungen, die gestellt werden an unserem Beruf. Das heisst, wir tun die verschiedenen Techniken nationalen und im internationalen Wettbewerb und in verschiedenen Weiterbildungen tun wir uns wirklich sehr, sehr stark daran machen. Und wir besuchen die Kurse, damit wir eigentlich wirklich das Niveau können ansprechen können. Damit wir auch den Jugendlichen können wirklich das bieten, was heute laufen wird. Und die Herausforderungen bei den Lernenden, wie erlebst du das? Was sind die grossen Herausforderungen? Herausforderungen sind natürlich dann die Schnelllebigkeit. Das heisst, die Zeit dreht das Bein schneller als bei uns damals. Das heisst, heutzutage durch die Medien kommen sie viel mehr Informationen über. Sie wissen viel schneller, was Neues ist. Sie wissen viel schneller die neuen Techniken. Und das ist natürlich dann sehr, sehr wichtig, dass wir mithalten können. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Jugendlichen wirklich gut vorbereitet werden. Das heisst aber, sie haben natürlich ein anderes Problem als wir damals. Bei uns hat es geheißen, man fährt die Lehre an und man beendet es. Und heutzutage kann heißen, dass es mit denen aufgehört wird. Einer der Gründe, dass du Preisträger bist, ist ja, dass ihr auch EBA ausbildet, die 2-jährige Lehre. Warum macht ihr das? Warum mache ich das? Wenn man meine eigene Geschichte schaut, ist es natürlich sehr, sehr interessant. Ich bin 1994 in die Schweiz gekommen. Ich konnte praktisch kein Deutsch können und dann durfte ich natürlich dann die Lehre anfangen und die Chance bekommen. Mit sehr wenig Sprachkenntnis. Und das ist eigentlich ein Grund, den ich immer schon eigentlich für mich für den stark gemacht habe, um können wirklich allen Jugendlichen, ob sie stark oder schwach sind, ob sie die Sprache können oder nicht können, dass man dann auch die Chance geben kann, dass sie dann eigentlich wirklich eine Lehre bekommen. Sozialer Wirtschaftspreis, was bedeutet das für dich, dass du diesen Preis bekommst? Für mich ist eigentlich die Bedeutung von dem Preis ist es wirklich sehr, sehr wertschätzend, weil es ist eigentlich die 25 Jahre, wo ich mich eingesetzt habe, um diesen Beruf zu lernen, um diesen Beruf wirklich auszuüben und um diesen Beruf weitergehen.
das ist eigentlich die Krönung für mich selber. Stefanie, du bist hier Coiffeurhaus, arbeitest hier. Wie bist du dazu gekommen, dass du diesen Beruf gelernt hast? Der Beruf ist sehr kreativ, vielseitig und hat mit Menschen zu tun. Das war mir sehr wichtig. Wie hast du die Lehre erlebt? Wie hast du das selber, die Lehre gemacht? Es war sehr streng, aber es war eine schöne Zeit. Vor der Schulzeit halt nur immer am Sitzen, nachher in den Alltag, rein, wo man nur immer am Stehen war, war es schon streng, aber ich habe schöne Erinnerungen an die Zeit. Was ist denn das, was du sagst, mal, das gefällt mir an dem Beruf, für das tue ich jeden Tag gerne aufstehen und arbeiten? Die Menschen mit meiner Arbeit auf eine positive Art und Weise zu verändern. Ja. Wie erlebst du den Umgang mit den Lernenden? Super. Dadurch, dass sie auch jung sind, verstehen wir uns mega gut und es ist sehr kollegial. Obwohl es auch um die Arbeit geht, aber es ist tipptopp.